Hallo, herzlich willkommen zur Sequenz Diagonalisieren. Hier soll gezeigt werden, wie eine 2×2-Matrix mit zwei verschiedenen Eigenwerten diagonalisiert werden kann. Wir haben als Beispiel die Matrix 1, 3, 0, 2. Und jetzt soll man zum Beispiel, um sie zu potenzieren, soll man sie zuerst diagonalisieren. Wie gesagt, 2×2-Matrix, eine quadratische Matrix mit zwei verschiedenen Eigenwerten. Die Eigenwerte kann ich mit dem charakteristischen Polynom ausrechnen. Das ist Lambda-Quadrat minus Spur von A, die Spur ist 3 mal Lambda, plus der Determinante von A, die Determinante ist 1 mal 2 minus 0 mal 3, also 2. Dann geht es um die Nullstellen davon. Hier kann ich sehen, ich kann das faktorisieren, nämlich mit minus 1 und mit minus 2. So dass ich also da direkt die Lösungen kriege, nämlich der erste Eigenwert oder ein Eigenwert ist 1, der andere ist 2, die beiden Nullstellen. Gut, das bedeutet ja dann direkt, dass ich die Diagonalmatrix dazu, also sagen wir mal die zugehörige immer, also wenn ich das mit A bezeichne hier, dann hätte ich charakteristisches Polynom von A, Diagonalmatrix dazu, da die Eigenwerte in der Diagonale platzieren kann. Spielt keine Rolle, ob ich den ersten oder den zweiten zuerst schreibe. Ich muss dann einfach aufpassen, wenn ich die Matrix A darstellen will, dass der Basiswechsel dann auch okay ist. Jetzt, oder 1 ist ja eigentlich eine Fixpunktgerade, wenn ich es als affine Abbildung, Ursprungsabbildung anschaue, und 2 ist eine Fixgerade. Das heißt, ich kann mir A auch so vorstellen, dass ich einen Basiswechsel mache, und zwar eigentlich von der Standardbasis gehe ich zurück mit einem Basiswechsel in den Eigenraum sozusagen. Dann kann ich dort eine Streckung bezüglich dieser Fixgeraden, dieser Achsen vollziehen und danach transformiere ich oder vollziehe ich den Basiswechsel. Gut, also jetzt eben diese Geschichte mit dem Basiswechsel, die Matrix X da, die besteht gerade aus den Eigenvektoren zu den entsprechenden Eigenwerten. Jetzt, wenn ich mir die Eigenvektorgleichung anschaue, zum Beispiel zum Eigenwert 1, dann habe ich ja 1 minus 1, wenn ich die obere Zeile nehme, mal x plus 3 mal y gleich 0. Also da werden da die erste Zeile genommen, um diesen Wert zu bestimmen. Das heißt, ich habe 0 mal x plus 3 mal y. Damit sehe ich natürlich, dass ich kann x beliebig wählen, aber y muss sich 0 sein. Das heißt, ich bin da auf der x-Achse, wenn y 0 ist. Und x kann beliebig sein. Also ein möglicher Eigenvektor hierzu wäre beispielsweise 1, 0. Einheitsvektor in x-Richtung. Vektor zum zweiten Eigenwert, da habe ich 2, kann ich wieder die erste Zeile nehmen, könnte auch die zweite, spielt keine Rolle. Ich nehme wieder die erste, also habe ich minus x plus 3y gleich 0 und damit sehe ich, wenn ich das noch zum Beispiel wieder nach y auflöse, kriege ich y ist ein Drittel x, also ein möglicher Eigenvektor dazu, wenn ich x3 setze, ist y1. Also, damit kann ich jetzt eben diese Basiswechsel aufschreiben. Zum Eigenwert 1, den habe ich jetzt hier, das spielt jetzt eine Rolle, oder bei D habe ich da den Eigenwert 1, das in der ersten Zeile, ersten Spalte genommen. Und dann muss ich auch hier den entsprechenden Eigenvektor, der dazugehört, in der entsprechenden Spalte platzieren. So. Also wenn ich
D mit 2001 geschrieben hätte, also wenn D so notiert worden wäre, dann würde X dann gerade so aussehen. Dann müssten einfach hier die Positionen der Eigenvektoren vertauscht werden. Gut. Voilà, dann brauche ich noch die Inverse dazu. Jetzt die Inverse bei einer 2-Kreuz-2 kann man so ausrechnen, dass man als Vorfaktor 1 durch die Determinante hat. Die Determinante ist 1. 1 mal 1 minus 0 mal 3. Dann vertauscht man die Diagonalelemente. Da passiert halt jetzt hier nichts, weil beide Seiten sind. Und die anderen beiden versieht man mit einem Minus. Das heißt also, meine Inverse von x sieht gerade so aus. Voilà. Gut, das ist also so eine Möglichkeit, die entsprechende Matrix A zu diagonalisieren. Und das gibt dann auch tatsächlich wieder A, also kann man Kontrolle durchführen, wenn man jetzt zum Beispiel eben x mal die Diagonalmatrix mal die Inverse von x rechnet, kommt man wieder auf A. Also kann das vielleicht kurz machen. So. Wenn ich hier 1 mal 1 plus 3 mal 0, 1 mal 1 plus 3 mal 0, dann 1 mal 0 plus 2 mal 3, dann 1 mal 0 plus 0 mal 1 und dann noch 0 mal 0 plus 1 mal 2. So, wird noch mit dem da multipliziert. 1 mal 1 plus 6 mal 0 gibt 1. Minus 3 plus 6 gibt 3. 0, 0. Und 2. Kriege ich also wieder an. Gut. Vielleicht noch kurz Schlussbemerkung. Ich habe da gesagt, ja, beim Potenzieren ist das praktisch. Wenn ich da a hoch 100 rechnen will, dann kann ich ja das schreiben als x mal d mal x hoch minus 1 hoch 100. Jetzt, was ist da der Vorteil? Wenn das natürlich 100 mal mit sich selbst multipliziert wird, und so weiter, bis man dann 100 mal hat, dann sieht man, da kommen immer so benachbart eine Matrix und ihre Inverse nebeneinander zu liegen. Das heißt, da kriege ich wieder das neutrale Element. Das heißt, wenn ich das vereinfache, wird das so ausschauen. Und der Vorteil ist jetzt eine Diagonalmatrix hochgerechnet. Da kann ich nur die Diagonalelemente hochrechnen. Hingegen, wenn A mehrere Komponenten hat, also nur zum Beispiel eine Null oder überhaupt keine Null, dann muss ich immer eine komplizierte Matrixmultiplikation ausführen. Das heißt also, hier kann ich jetzt A hoch 100 sehr rasch ausrechnen. Ich kann einfach die X-Matrix, einen Basiswechsel hinschreiben. Dann diese Matrix wird einfach so ausschauen. 1 hoch 100, 0, 0 und 2 hoch 100. Und dann noch den X hoch minus 1 dazu nehmen. Und das ist natürlich viel einfacher, als wenn ich 100 mal hier diese kompliziertere Multiplikation ausführen müsste. Voilà, so, das soll es gewesen sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.